Ja, natürlich. Meine zwei schlaflosen Nächte, die ich mich sehr gut erinnern kann, waren die Eröffnung von Brisino, wo einfach einen Tag vor der Eröffnung hatte ich einen Albtraum in dieser Nacht. Und da ist meine Familie gestanden im Restaurant, alle nebeneinander wie im Militär. Und ich bin einfach nur hin und her gelaufen durch das ganze Lokal und kein Mensch ist reingekommen. Da bin ich natürlich total verschwitzt erwacht. Und das war eine schlimme Nacht. Aber zum Glück am nächsten Tag haben wir eine wunderschöne Eröffnung gehabt. Und die zweite schlaflose Nacht in Gastronomie, die ich kenne, ist sicher die Eröffnung, auch wieder die Eröffnung vom Luce. Und das ist dann, ein Tag vorher ist ein Bericht im Telebern gekommen, dass eben wir aus den Ex-Jugoslawen sind, die mit der russischen Mafia zu tun haben und Geldwäscherei und Drogen und weiss nicht, was alles gesagt wurde. Und das einen Tag vor der Eröffnung von Luce. Das war mir die schlimmste Nacht, die ich mich erinnern kann, weil am nächsten Tag ich musste eröffnen, Leute empfangen. Aber dort sind eben so viele Leute gekommen zur Eröffnung, also sind Tausende von Leuten gekommen zur Eröffnung. Und irgendwie habe ich es dann wieder vergessen, aber irgendwie, mir vergisst das nie, das ganze Leben.